Zwei Wochen danach schlägt die Finanzkrise zu, trifft die erste deutsche Bank. Ich habe ja angedeutet, dass die Politik sich wahrscheinlich zu lange naiv oder devot ergeben hat, dessen, was vor 5 oder 6 Jahren dieses Paradigma der Deregulierung gewesen ist. Und wir auch in Deutschland sehr darauf fokussiert gewesen sind. Lass uns das so ähnlich machen wie in London und in New York, weil die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt einen Finanzsektor braucht, der auf Augenhöhe mit denen ist. Dem amerikanischen Häusermarkt lockt auch viele deutsche Provinzbanken an. Enno Balz hat jahrelang bei der halbstaatlichen deutschen Industriebank IKB gearbeitet, zuletzt als Direktor. Balz verhandelt an der Wall Street, als sein Arbeitgeber Milliarden in US-Immobilien investiert. Damals, zwischen 2003 und 2005, laufen die Geschäfte gut, sehr gut sogar. Die Stimmung war sehr euphorisch. Man darf nicht vergessen, dass der amerikanische Hypothekenmarkt einer der profitabelsten Kreditmärkte der Welt war und das über 10 Jahre hinweg. Es lag daran, dass man dort an diesem Markt als Investor hohe Renditen bei sehr geringen Verlusten erzielen konnte und das sehr konstant, wie gesagt, über 10 Jahre hinweg. Dementsprechend wurde auf den Konferenzen an Orten wie Barcelona, Las Vegas, Florida sehr ausgelassen auch gefeiert. Weil es gab letztendlich auch nichts, worüber man sich Sorgen machen musste, zumindest nicht vordergründig, und alle haben gut verdient. In New York will er heute seine Geschäftspartner von früher treffen. Enno Balz ist jetzt selbstständiger Anlageberater auf der Suche nach neuen Geschäften. Ende 2005 ist Balz bei der IKB ausgestiegen. Die Risiken sind ihm zu groß geworden. Damals wollte die Düsseldorfer Mittelstandsbank zum Global Player aufsteigen. Mit den heimischen Geschäften wollte man sich nicht mehr begnügen. Da kamen Wall Street Banker wie Ron DeVary gerade recht. Der Chef von Oak Capital hat amerikanische Immobiliendarlehen in Wertpapiere verwandelt. Die verkaufte er der Bank von Enno Balz für rund 1 Milliarde Dollar und kassierte dafür Gebühren in Millionenhöhe. Für Ron waren das tolle Jahre. So the desire to increase more income. Am Anfang stand einfach der Wunsch, mehr zu verdienen. Man ist risikofreudig, hat entsprechendes Kapital, nachdem man schon jahrelang gut verdient hat. Und jetzt will man sein Kapital vergrößern. Es stellt sich heraus, es gibt nicht genügend Investitionsmöglichkeiten. Aber der Mensch ist einfallsreich und Not macht erfinderisch. Da wurden halt diese Qualitätsprodukte AAA-Papiere erfunden. Von denen konnte die IKB gar nicht genug bekommen. Und Ron DeVarys Firma lieferte. Wir sind wie eine Spedition. Uns ist es egal, was wir liefern. Es wurde händeringend nach diesen Anlagemöglichkeiten gesucht. Dementsprechend wurden die Produkte von den Banken aus den Händen gerissen. Und die Investoren standen Schlange und haben sogar gebettelt, fast, dass sie eine Zuteilung bekommen. Und so sah das Geschäftsmodell aus. Mit Immobilien besicherte Wertpapiere verpacken und weltweit verkaufen. Wall Street erfindet die Collateralized Debt Obligation, CDO. Die Idee? Kreditrisiken so zu verstecken, dass sie keiner mehr findet. Also werden die CDO-Pakete aufgeteilt in 3 Klassen. Sicher, okay und riskant. Experten von Ratingagenturen bewerten den Inhalt der Pakete. AAA, kein Risiko. Doch die Banken tricksen, mischen gute und schlechte Papiere, schnüren immer neue CDO-Pakete. So werden selbst faule Kredite zu scheinbar erstklassigen Wertpapieren. Weltweit greifen Banken zu. 2.800 Milliarden Dollar investieren sie in diese Finanzalchemie. Deutsche Banken sind mit rund 300 Milliarden dabei.
Immer mehr Geld fließt nach. We do not understand because once you take a bunch of mortgage. Die Investoren haben das Ganze nicht verstanden. Die Hauskredite verwandelt man in Wertpapiere. Die werden in Scheiben geschnitten, zerkleinert und CDOs daraus gemacht. Und dann CDOs von CDOs und sogar CDOs von CDOs von CDOs. Am Ende hat man ein Finanzprodukt, das unverkäuflich ist, dessen Wert man nicht messen kann. Doch erst wenn die Blase platzt, merken die Leute, da liegt ein Haufen Giftmüll. Sie bekommen Panik und rennen weg. London, die europäische Finanzmetropole. Niedrige Steuern und eine laxe Bankenaufsicht ziehen seit Jahren Finanzjongleure aus aller Welt an. Wir treffen John. Der Manager hat eine steile Karriere hinter sich, vom Studium direkt in die City. Sein Job? Risikoabschätzung für deutsche und amerikanische Investmentbanken. Auch er bleibt lieber unerkannt. Wir fragen ihn, warum auch deutsche Banken wie Bayern LB oder West LB in London dealen, statt in München oder Düsseldorf den Mittelstand zu fördern. Ich glaube, die deutschen Banken wollten sich auch gern etwas mit Ruhm bekleckern. Die wollten bei dem starken Wachstumsgeschäft dabei sein. Das sah gut aus bei dem Manager der Abteilung, für die Division der Bank in London. Im Nachhinein ist es für mich absolut unverständlich, warum die sich so stark in diesen riskanten Kreditgeschäften engagiert haben. Deren Geschäft ist doch eigentlich sehr regional. Und ich habe meine Zweifel, dass diese Leute wirklich verstanden haben, was die langfristigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen waren. Die Deutsche Bank in London, ganz vorne mit dabei. Sie verpackt Kredite und verkauft sie weiter. Gerne auch an deutsche Landesbanken. Daran verdient die Deutsche Bank Milliarden. Der Anreiz, Kredite genau zu überwachen, war sehr gering. Denn viele Banken reichen das Risiko einfach weiter. Und dafür bekommen sie auch noch Gebühren. Gerade in London blüht dieses Geschäft. In den Boomzeiten arbeiten in der britischen Finanzindustrie 250.000 Menschen. Das Volumen von neuen Deals war gigantisch und jeder wollte natürlich seine Chance nutzen und zeigen, dass er da mithalten kann. Der Druck der anderen Banken war enorm. Es hieß, die Konkurrenz ist doch auch zufrieden. Was ist dein Problem? Komm, wir müssen weitermachen. Ich habe oft die Wochenenden und Nächte durchgearbeitet. Da war nicht viel Zeit zum Denken, da musste man einfach produzieren. Auch für deutsche Kunden. Die IKB steckt rund 12 Milliarden Euro in hochkomplexe Kreditprodukte. Und die Landesbanken investieren zig Milliarden. Gier macht sie blind für die Risiken auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Man hat ganz simple Prinzipien von Kreditpolitik außer Acht gelassen. Wenn ich jemandem Kredit gebe, muss ich als erstes darauf achten und prüfen, kann er oder sie mir das Geld zurückzahlen, was ich ihm oder ihr leihe. Peer Steinbrück, damals Finanzminister in NRW. Noch 2001 setzt er sich dafür ein, dass staatliche Garantien für die Landesbanken, die sogenannte Anstaltslast und Gewährträgerhaftung, verlängert werden. Diese Staatsgarantien will die EU abschaffen. Steinbrück verhindert das. Ich sehe die gute Möglichkeit, dass man sich mit der Brüsseler Kommission einigt. Man einigt sich auf eine Übergangsregelung, in der jede Verbindlichkeit weiterhin von Gewährträgerhaftung gedeckt ist. Laufzeit bis Dezember 2015. Grünes Licht für die Landesbanken. Die leihen sich Milliarden, für die heute der Steuerzahler haften muss. Keiner hat aber diese Verhandlung damals vor dem geistigen Auge gehabt, dass es darüber zu einer Aufblähung von Landesbankbilanzen kommen könnten, die in der Folge dieser Ereignisse von 2005 zu diesem Problem führen. Wir sehen also hier, dass ein erheblicher Politikfehler darin lag, dass man Landesbanken viel zu lange mit der staatlichen Garantie versehen hat und sehr schnell, nämlich nur 4 Jahre nach dem Ende von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung, sind eben erhebliche Schäden
Milliardenschäden in den Landesbanken und der IKB angefallen, die nun der Steuerzahler tragen muss. In London erinnert sich Investmentbanker John gut an jenen Goldrausch. Kaum einer hatte Zweifel oder Skrupel.